Willkommen bei Roto. Heute stelle ich Ihnen die neue Generation des Roto NT Designio, den komplett verdeckliegenden Beschlag aus dem Roto NT Baukastensystem, vor. Wie Sie bereits wissen, zeichnet sich Roto NT Designio durch von außen nicht sichtbare Bauteile, eine Öffnungsweite von 95 Grad sowie hohe Flügelgewichte bis zu 150 Kilogramm aus. Heute führe ich Ihnen vor, wie einfach es ist, Roto Designio einzuhängen, auszuhängen sowie einzustellen, wenn Sie ein paar Tipps und Tricks beachten. Hierzu benötigen Sie nur einen 4 mm 6-Kantschlüssel. Beginnen wir mit dem Einhängen des Flügels beim AXA 350 bzw. 500. Bereiten Sie den Flügel vor, indem Sie die Niveauschaltsperre, falls vorhanden, drücken und den Griff in Drehstellung bringen. Danach führen Sie den Flügel am Rahmen entlang, bis das Eckband spürbar auf dem Ecklager aufsitzt. Anschließend hängen Sie den Achsarm ein und fixieren den Flügel. Dazu verbinden Sie den Schieber des Achsarmes mit dem Achserstulp. Dann drücken Sie erneut die Schaltsperre, falls vorhanden, und bringen das Fenster in Kippstellung. Dann lassen Sie die Bohrung des Achsarmes über den Rastbolzen des Stützarmes schnappen. Jetzt ist der Flügel fertig montiert und Sie können die erste Funktionskontrolle durchführen. So einfach geht das, ein Roto NT Designio Fenster einzuhängen. Kommen wir jetzt zum Aushängen des Flügels. Bringen Sie dazu den Griff in Kippstellung. Heben Sie den Achsarm vom Rastbolzen des Stützarmes. Legen Sie ihn parallel zum Achserstulp. Drücken Sie die Niveauschaltsperre, falls vorhanden, und bringen Sie den Griff in Drehstellung. Dann heben Sie den Flügel an der Griffseite leicht an und trennen den Schieber des Achserarmes vom Achserstulp. Heben Sie das Fenster vom Ecklager ab. So einfach ist es, ein Roto NT Designio Fenster auszuhängen. Kommen wir nun zur zweiten Flügelvariante, den AXA 250. Das Einhängen erfolgt ähnlich wie beim 350er bzw. 500er, mit zwei kleinen Unterschieden. Drücken Sie den Achserarm auf den Achserstulp und den Rastbolzen des Stützarmes. Schließen Sie den Sicherungsbügel. Wie hängt man den 250er Achser aus? Ganz einfach. Hierzu nehmen Sie den 4 mm 6-Kantschlüssel und setzen diesen oben am Sicherungsbügel des Achserarmes an. Heben Sie den Sicherungsbügel leicht an und drehen Sie 90 Grad zum Achserarm. Dann können Sie durch leichtes Anheben den Achserarm vom Achserstulp trennen. Kommen wir nun zu zwei Bauteilen, die in Abhängigkeit von Flügelgröße und Flügelgewicht einzusetzen sind. Betrachten wir als erstes die Lastabtragung. Beim Einbau schieben Sie eine Seite des Stützarmes in das Flügelteil der Lastabtragung. Anschließend setzen Sie die andere Seite auf das Rahmenteil auf. Spannen Sie die Feder mit dem 4 mm 6-Kantschlüssel abhängig vom Flügelgewicht im Uhrzeigersinn. Als Kontrolle dienen Ihnen die beiden Sichtfenster in der Lastabtragung. Vor dem Aushängen des Flügels mit Lastabtragung beachten Sie bitte, dass die Feder vorher entspannt werden muss, bis sich der Stützarm vom Rahmenteil leicht heben lässt. Ein weiteres größen- und gewichtsabhängiges Bauteil ist der Drehbegrenzer. Beim Einhängen des Flügels mit Drehbegrenzer drücken Sie einfach den Arm des Drehbegrenzers mit der Bohrung über den Zapfen des Drehanschlages im Rahmen. Beim Aushängen des Flügels nehmen Sie dann einfach den Arm des Drehanschlages im Rahmen ab, schieben diesen zusammen und drehen ihn parallel zur Beschlagnut. Kommen wir nun zum letzten Punkt, die Nachjustierung. Bei Roto NT Designio haben Sie die Möglichkeit, die Fensterflügel dreidimensional einzustellen, was eine Justierung vereinfacht. Sie haben folgende Möglichkeiten: im Achserarm die Seitenverstellung, die Anpressdruckverstellung am Achserarm, die Höhenverstellung im Eckband, die Seitenverstellung im Eckband
Und zum Schluss noch die Anpressdruckverstellung im Ecklager. Sie haben gesehen, wie einfach es ist, ein Rothe NT Designio Fenster einzuhängen, auszuhängen sowie einzustellen. Abschließend noch ein wichtiger Hinweis zur fachgerechten Wartung. Einmal jährlich müssen alle beweglichen Teile mit entsprechenden Schmiermitteln gepflegt werden, um die Funktionsfähigkeit und Leichtgängigkeit zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und gutes Gelingen mit Rothe NT Designio.